Buh, geschafft. Die Games Convention 2006 ist heil überstanden. In Leipzig ist endlich wieder Ruhe eingekehrt. 4 Tage lang waren die Leipziger Messehallen Dreh- und Angelpunkt der internationalen Videospielszene. Wer unseren ausführlichen Bericht in der letzten Ausgabe gelesen hat oder wer gar selber unter den 189.000 Gästen war, der weiß, dass es für PlayStation-Fans nicht viel Neues zu entdecken gab. Insbesondere das Fehlen spielbarer PS3-Demos enttäuschte sowohl Zocker als auch Fachjournalisten. Mittlerweile wissen wir auch alle, warum von der PS3 weit und breit nichts zu sehen war. Sony hat den Erscheinungstermin der schwarzen Wunderkiste auf März 2007 verschoben. Nur für Europa, wohlgemerkt. Und dabei hieß es noch auf der GC, der Termin am 17. November würde auf jeden Fall eingehalten werden. Tja, da sieht man's mal wieder, man darf halt keinem mehr trauen. Doch auch wenn in diesem Jahr die ganz großen Knaller fehlten, so hat sich ein Besuch der Daddelmesse doch auf jeden Fall wieder gelohnt. Denn wie immer gab es jede Menge Rahmenprogramm. So wurden von einer kompetenten Fachjury wieder die besten Spiele der Messe gekürt, was nicht selten zu hitzigen Diskussionen führte. Gewinner gab es auch am Konami-Stand, wenn auch nur einen. Wie in jedem Jahr, so wurde auch diesmal wieder auf der Messe der beste Spieler der Pro Evolution Soccer Liga ermittelt. Nach einem spannenden Finalspiel konnte Safet Islamovic die begehrte Auszeichnung in Empfang nehmen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und die Fansport-Profis von Activision konnten die Massen wieder mal mit einer flotten Skateboard-Show begeistern. So werden die Freaks auf Tony Hawk's Project 8 heiß gemacht, das voraussichtlich im Frühjahr 2007 bei uns erscheinen wird. Unterm Strich war die GC auch im 5. Jahr ihres Bestehens also ein voller Erfolg, der hoffentlich noch lange anhält und den Publishern verdeutlicht, dass Deutschland zockertechnisch schon lange kein Entwicklungsland mehr ist. Schließlich hat Leipzig in diesem Jahr die Tokyo Game Show überholt, zumindest was die Besucherzahlen angeht. Habt ihr das gehört, Sony? Eure kommenden Spielesensationen dürft ihr demnächst also ruhig auch in Good Old Germany enthüllen, das kriegen auch hier genügend Leute mit. Dann können nämlich alle so schön feiern wie die Cypress-Belegschaft am Samstagabend. So, und an dieser Stelle blenden wir vorsichtshalber mal lieber aus. Bis zum nächsten Jahr.